Die Erdgeschichte Rügens tritt an vielen Stellen zutage. Die Gletscher der Eiszeit schürften die Kreidefelsen frei. Aber der Stoff, aus dem die Felsen sind, ist viel älter. Winzige Meeresalgen produzierten vor 70 Millionen Jahren den Kalk, der heute die imposante Steilküste bildet. Die Kreidefelsen sind also ein Überbleibsel aus der Zeit der Dinosaurier. Damals war hier ein Tropenmeer. Heute hüllt der Winter die Insel in ein weißes Gewand. Den Buchenwald, die Leuchttürme am Kap Arkona. Bei strenger Kälte frieren sogar die Bodden zu. Die eisigen Temperaturen schrecken Wintergäste aus dem hohen Norden Europas nicht. Obwohl sie Kanadagänse heißen, sind sie aus Schweden nach Rügen gekommen. Schon vor Jahrhunderten wurden sie aus Amerika eingeführt und haben inzwischen eigene Zugrouten entwickelt. Auf den Feldern Rügens finden sie auch im Schnee genug Nahrung. Ein Eiseshauch von Sibirien liegt über der Insel. Die Wälder Jasmunds wirken wie ausgestorben. Einige Meisen und Spatzen scheint der Schnee nicht zu schrecken.